Ach so, wegen diesen Schiffen. Ja, das nervt. Da müssen wir vielleicht demnächst mal eine Flotte aufbauen. Also. Aber ich schütze dich jetzt mal so, dass der nicht irgendwas. Also quasi, du kannst Aber jetzt ganz in Ruhe die belagern. Gebiete von Ando sind halt schon ein bisschen Anreiz, weil ich glaube, dass ich mir das mit Sicherheit Ja, ein aber das bisschen da Geld. oben kriegen wir jetzt halt nicht Ja, vermutlich. Oshima will ich auch nicht haben. Ich will nur Ugo haben, weil Oshima grenzt mir dann an Ainu. Oshima kann meinetwegen existieren, aber ich will hier Dings gegen Ando haben. Dann habe ich nämlich kein Border Gore mehr. Immer dieses Border. Ja, ich meine, da ist ein Land eingeschlossen in meinem Land. An Japan übrigens, in Setsu, An also der Hauptstadt von An Japan, nein! In der Hauptstadt der Hosokawa gibt es schon 83% Renaissance, also das sollte dann relativ bald da sein. Hatte ich erwähnt, dass die Hosokawa von einer Frau geführt werden? Papierschiff und so. Ja. Ich habe jetzt übrigens schon Militärtech 5. Also. Und du solltest bei dir eine Flotte in den Hafen stellen, damit wir reparieren können. Stimmt, Junge, was hat der denn für Tech? Ich häng noch hinterher. Ja, das ist das Problem bei so Ländern wie Japan, wo du ganze Sachen erobern musst. Attacke! Ich bin 443 in Tech, ich häng noch mal ein paar Jahre hinterher. Nambu, yes. ich glaube, in der Feldschlacht zwischen uns beiden würde es sehr schnell ausgehen. Ja, gut, es ist jetzt auch 15 Jahre erst gespielt. Ja. Ich will ja nicht sagen, es würde sehr schnell ausgehen, du bist dir sicher? Ich bin mit Uesugi zusammen, mein Freund. Ja, aber in einer normalen Feldschlacht zwischen uns beiden. Wo ich die Rennen ja, ich mit mir zusammen. Oh. Mein Freund, ich hab gesagt, ich spiele auf Diplo. Du denkst, ich komme allein? So. Also, 101 kommen so die 10 Cousins noch dazu und dann geht's ja, los. Ich wollte gerade sagen, ich mach die Jogging-Taktik, ich komme mit 10 Cousins. Heiko, du hast noch zwei Diplos frei. Ja, tatsächlich, aber es liegt daran, weil ich immer wieder meine Verbündeten irgendwie fresse oder sie gefressen werden oder so. Ansonsten okay, okay, ja. Würde ich dich gerne erstmal heiraten, so als nicht Angriffspakt, und das könnte ja zum Bündnis ausgebaut werden. Und du bist welches Land? Shimazu. Shimazu, du bist so weit weg, nein, aber. Nein, mach das nicht, Heiko, geschichtlich, die werden dich verraten. Echt? Hey, warum das? Shimazu sind 31. Ja, aber. Shimazu hat es ich find's vielleicht gar nicht so schlecht, ich schick dir die Staatsehe. Genau. Okay. Also ich würde es nicht machen, verräten. Oh, ich hab jetzt die Haupt- Zu spät, Eddie Badge. Also ich finde das jetzt als Hosokawa nicht ganz so schön, dass ich Shimazu neue Verbündete suche. Ich suche mir neue Verbündete. Es werden nur tendenziell weniger Länder. Deswegen kann man sich auch tendenziell neue also Verbündete suchen. Er hat jetzt nicht die größte Verbündetenauswahl, sagen wir so. Ja. Oh, ich kann nicht rivalisieren, Hosokawa. Wollen wir das machen? Du hast 71% mehr Truppen, aber nein. Ah ja, Heiko, das wollte ich auch noch ansprechen. Auf Deutsch? Ihr spielt auf Deutsch? Ja, wir spielen ja ohne Mods. Warum soll ich dann auf Englisch spielen? Ach, ich kann die Geschwindigkeit nicht halten. Meine technische Frage: Beraterkosten minus 10%, ist es dann auch der Unterhalt? Ja, genau. Okay, dann nehme ich den, weil ich habe 3 Berater drin. Danke für die Provinz, warum auch ich das bekommen habe. Bordogor, ja, das war ja so abgemacht. Achso, ja. Du musst bis nächstes Mal unbedingt dein Internet in den Griff kriegen, weiß nicht, vielleicht ein LAN-Kabel anschließen oder so. Papierschiff brauchst du und ich hab ja sogar ein LAN-Kabel drin. Das Nein, ist ich brauch kein. Da vielleicht irgendwie, wenn du kleine Geschwister hast oder so, sagen sie dann auch, wenn wir Netflix gucken oder was die auch immer gucken. Hey, Geld. Ich finde sehr. Sachen, die ich nicht wissen würde. Oder was die auch immer gucken. Ja, wer weiß, ich meine. Ja, für was hat man zwei Hände? Einmal, um Pornhub zu scrollen, die andere Hand für. Ja. Um sich keine was zu essen zu machen, natürlich. Keine Ahnung, Maxi. Zieh denn das Niveau nicht schon wieder so tief runter. Hier kommt es mal ein einziger Spaß, den ich abends hab. Also Mittwochabends. Mittwochabends. Ich denk nochmal ab, was ich. Ja, ich gucke gerade nochmal, was ich loswerden kann. Die Renaissance ist da. Ja, natürlich schon ein bisschen länger. Die Renaissance ist da, das ist nicht schlecht. Ja, also die wurde jetzt in Setsu entwickelt. Das ging jetzt aber sehr, sehr schnell. Ich meine, da war ich in England schon langsamer. Hä? So, mal gucken. Tatsächlich, die Renaissance ist da. Gott ist das. Danke, Hosokawa. Hosokawa hat es gemacht. Ja, ich wundere mich nur gerade, weil Hosokawa das jetzt bestärken. Gemacht hat, obwohl ursprünglich Nambu das machen wollte. Ja. Ich habe das anscheinend nicht ganz mitbekommen und hatte angeboten, irgendwie Setsu das Nambu, du kannst da jetzt mit aufhören, also. Okay, da ist bei 60%. Da unten sind noch 5000 Feinde, oder? Die sollten wir vielleicht noch platt machen.
Gegen wen seid ihr eigentlich gerade im Krieg? Weiß es nicht mehr. Ich hab vergessen. Das ist das Problem in Japan, du kämpfst irgendwie gegen alles und jeden. Dann kannst also ich bin mit gar keinem mehr im Krieg aktuell. Ich kann ja auch mal wieder mein Dingskirchen zu meiner Armee unterhalten. Das ist halt das Tolle bei Japan, du hast einfach immer Kriegsgrund ab einem Jahr oder so im Game. Endlich, 900 ja. Tage. So, ich mach jetzt gleich die 5000 Mann platt. Ja, ich verliere die ganze Zeit Dukaten! Wer denn? Nanbu verliert die ganze Zeit Dukaten, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Kack-Events bekomme. Ja, man verdient sowieso eh schon kein Geld, ne? Ja, ich habe auch viel zu wenig Geld, aber ich habe einen neuen Lord, das ist schon mal gut. Oh, jetzt muss ich auch noch die Bushis bezahlen. Also, ich habe viel zu viel Geld, ich könnte ein paar Darlehen abgeben. Warte, du warst Shimazu. Shimazu, also, ja also gut, das ist der Handelspunkt. Nanbu nimmt Spenden an. Sagen wir so. Oh, Bürgerkrieg in Hosokawa? In der Tat. Was? Aber einen gewollten. Ja, genau. Okay, du kannst eigentlich Frieden machen, oder? Oder wollen wir? Wir wollen ja eh keinen 100% Frieden, glaube ich. Eine kleine Spende. Hier bitte. Oh, ich nehme auch mal gerne Spende. Also Heiko, du kriegst dann. Chiba und Kai. Okay. Ach, du hast keinen Bürgerkrieg, du hast einen Thronanwärter. Ja. Das. Gut ist der Typ denn. Ja, dann. Vielen Ach, Dank. Nur 2-1er, perfekt. Och, leck mich doch mit meinem Internet heute. Ich gürtel die jetzt nieder. Ach, Tokugawa schuldet mir jetzt 18 Gefälligkeiten? Das ist nicht viel. Ja, aber ich farm gerade Gefälligkeiten. Die fordern irgendwann mal ein zu einem sehr hohen, ich wollte sagen, Zins. Hallo, Uesuki Paubi. Und Tokugawa schulden mir jetzt Gefälligkeiten? Das heißt, ich bin schon mal safe. Wir hatten da unten Rebellenprobleme. Ach, ich nicht. Hosokawa, Bürgerkrieg, Thronanwärter. Kann sein, dass wir gerade alle irgendwie miteinander verbündet sind. Ja. Ja. Außer der Shogun. Der Shogun steht ein bisschen alleine da. Ich hab mit allen menschlichen Spielern ein Bündnis oder einen Start sehen. Ich hab mit allen Spielern außer Hosokawa was am Hut. Ja. Mal sehen, wie es in Europa ist. Das lässt sich ändern. Das hört sich irgendwie nach Habsburger Taktiken an. Also ich hab ich hab ein Bündnis mit Shimazu, mit Tokugawa und Uesugi und eine Staatsehe habe ich nur noch mit Shimazu. Nein, haben sie nicht. Ja! Wieso haben sie nicht Krieg? Ja. Soll ich dir im Bürgerkrieg helfen? Weil mir braucht Training. Uesugi, warum haben wir keine Staatsehe mehr? Wir hatten doch eine Staatsehe gemacht, oder? Marco. Ja, das ist, weil mein König gestorben ist. Oh. Wunderschön. Da hast mich gerade übrigens eine sehr gute Nachricht erinnert, meine Wäsche ist fertig. Die ist schon eine Weile wahrscheinlich fertig. Ja, ich hab irgendwie gerade bei Heirat an Frauen gedacht und ja, egal. Ja! Schottland hat England besiegt! Was? Nein, ich hasse, wenn sowas passiert. Warte. Hosokawa? Da spielt jemand in. Hosokawa? Kannst du bitte. Ich bin Beobachter. Aber, also. Ach, Beobachter. Ach, das könnte ich eigentlich auch machen. Ah, nee, warte, dafür müsste neu geladen werden, ne? Na, Hotshot. Wofür müsste neu geladen werden? Wenn ich auch Beobachter machen würde. Sonst irgendwas Interessantes? Ich bin übrigens ein Botschafter aus fernen Landen. Ich bin der Typ, der kein Geld hat. Wo ist mein Geld hin, Junge? Braucht wer Geld? Ich hab Geld. Wie gesagt, nein, wo nimmt nach wie vor Spenden an? Okay, sie greifen an. What the fuck? Wieso war das? Frankreich ist stark. Das ist geil. Ist Spanien schwach? Das ist geil. Auch noch wichtig. Was sind das? Keine Ahnung. Weil das Ding ist, Spanien könnte noch so generell Konkurrent werden. Sowohl in Amerika, als auch in Japan, als auch in Indonesien. Also bis jetzt haben sie leider nicht die Peru. Ist doch super. Kommt mir das so vor, da bin ich bisher das größte aneinanderklebende Land. So, ich bin gerade so froh, dass Alina das nicht gehört hat, das hätte sie wochenlang anhören müssen. Also Heiko hat das ja. Größte Border-Gore-Land? Ich? Nein, das ist doch schön. Ja, ich bin ganz froh, dass ich einen General habe, der speziell auf, also der auch Manöverpunkte hat, weil sonst würde ich meine Armee gar nicht durchkriegen. Also wo ist Alina? Die hat morgen eine Art Prüfung und deswegen ist sie nicht da. Aber ansonsten wäre sie da. Ja, die war auch kurz da und sie wäre auch gern länger da geblieben. Ich glaube dir nicht. Also, ich glaube, dass der Spaß macht. Alina sitzt tatsächlich ganz gerne hier im Livestream aus dem einfachen Grund, weil ich unter der Woche null Zeit habe, also wirklich gar keine, und sie dann froh ist, zumindest mal mir zuzuhören bei meinem Monolog oder so. Die will nur aufpassen, dass du nicht irgendwelche Scheiße laberst.
Ja, das kommt vor. Selbstgesprächer. Alter, Heike, du kannst das Starke angreifen und dann würde sie Hosokawa vielleicht reingehen. Und dir helfen. Satake ist direkt unter mir. Sollte ich da nicht eher reingehen? Ja, Mann, kommt drauf an, wie ihr heute Grenzen gesetzt habt. Will gerade wer was von Na- aber Papierschiff, ja, du hast eh schon zu viel, weiß nicht. Du nee, nein, ich hab schon wieder vergessen, meine Nachfolge zu nehmen. Lust auf einen lustigen Krieg mit Utsunami? Oder Utsunomiya? Ja, Utsunomiya. Kann man machen? Warum? Ja, gut, weil ich hätte da... würde dich reinrufen. Also ich hol mir, glaub, noch Satake dann, und dann bin ich befriedigt. Ja, ich will ja gar nicht schon viele erobern, aber es bietet sich halt irgendwie mal an. Ja, aber Leute, langsam aber sicher seht ihr, denke ich, auch, was ich sehe, oder? Kein Platz mehr. So, ja, langsam aber sicher müssen wir wohl nach außerhalb Japans expandieren, weil sonst schauen wir uns ziemlich schnell die Köpfe ein. Und geht das wollen wir ja nicht. Das geht noch nicht. Da gibt es nämlich Korea einen Feind, der ist noch im Weg. Also ich frage mal ganz kurz in die Runde rein. Wie teilen wir China auf? Der Mann hat zustanden. Ich nehme China. Nee, ich habe gefragt, wie wir China aufteilen. Nein, ich nehme China. Ja, dann nehme ich die Mongolen. Juhu, ich habe überlegene Truppen. Ich nehme den Süden, den Westen, den Osten und den Norden. Okay. Auf nach Amerika, Jungs! Pearl Harbor noch ein bisschen früher. Pearl Harbor auf irgendwelche Kanus. Nabu fertig. Nabu ist ready. Heike? Okay. Ja? Könnte ich als Beobachter nachjoinen? Oh, okay. Weiß nicht, ob wir dann jetzt neu laden müssen, weil gerade läuft so stabil. Ist reingejoint, mein Freund? Ja, ja, nee, dann nicht. Ja, aber wenn wir rehosten müssten oder so, sehr gerne. Das finde ich auch geil. Okay. Ich komme hoch. Ja, ich lasse meine Truppen erstmal hier stehen, weil ansonsten waste ich die jetzt. Oh, ich stelle fest, ich habe noch einen freien Händler. Ich stelle fest, die wollen gerade meine Hauptprovinz. Ja. Timoriden sind zerfallen, das ist unnett. Übrigens, mit eurem zweiten Händler solltet ihr alle von Girin nach Nippon schicken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Von Girin nach wem? Nach Girin, von Girin nach Nippon. Das habe ich eh gemacht. Das mache ich, glaube ich, schon. Warte, ja, der Handelspunkt heißt erstmal Nippon. Ja, von Nippon, Girin nach Nippon. Girin ist Mandschurei. Oh Gott. Was dachten die sich nur, als sie die Sachen benannt haben? Wieso? Wo sind denn die feindlichen Truppen? Oh, die sind da unten. Ja. Nippon, jo, japanisch für Japan. Geil. Nochmal eben. Echt jetzt? Ja. Wisst ihr, was auch geil ist? 64. Ein 64er Stack der Ming, der durch deine Bergprovinz läuft. Oh. Das macht einem Angst. Eine Bergprovinz mit 10 Versorgungslimits. Ich verstehe das Problem nicht. Das sind die Ming. Die Nukesen. Könnt ihr mal aufhören, Ugo zu belagern? Hallo, weg da. Kuss. Oh, ich hab... Oh, gut. Brech meine Belagerung jetzt nicht ab, ihr könnt mich mal. Nee, du brauchst doch nicht. Versucht ihr ein bisschen gerade zu scheuen. Ja, hallo, Shiki. Ich bin das Licht der Welt. Leute, mit Korea bin ich das Licht der Welt. Ihr habt 555. Oh, ich bin gleich wieder jetzt da. Jetzt haben wir einen 6er-Stack da oben. Das ist ein Hi. Und zwar, Hi, bist du da? Bist du nicht, oder? Captain Vito? Doch bin ich, ja. Okay, gut. Und zwar würde ich eine Sache machen, die wird, wahrscheinlich Papierschiff überhaupt nicht gefallen. Was denn? Ich müsste unbedingt Yamana den Krieg erklären. Das Problem ist, ich will nicht, dass Papierschiff noch mehr Provinzen bekommt. Möchtest du dir da was schnappen? Von Hosokawa? Von Yamana. Von Yamana eigentlich nicht, aber von seinem Verbündeten, Kikuchi. Ja, aber Yamana ist nur im Krieg. Also ich greife nämlich einen Verbündeten von denen an. Also es steht nur zur Auswahl, die ja oder nein. Ich könnte mithelfen, aber ansonsten nichts. Also ich fände es schön, wenn du das Bündnis mit den Kikuchi von denen auflösen würdest im Frieden. Okay, das passt schon. Dann nehme ich dich mit in den Krieg. Dann machen wir ja, dann müssen wir aber noch ein Bündnis machen. Ja. Machst du das kurz? Ja, hab dir geschickt. Wunderbar. Und ich stelle meinen Truppenunterhalt hoch und dann helfe ich dir. Jo, meiner ist glaube auch weiter unten. Fällt mir gerade auf. Ich schicke dich schon mal in deine Lande. Musst du gar nicht. Mir reicht's, wenn du dich um Yamana kümmerst. Weil meine... Ja, könnte schwierig werden. Die haben mehr Truppen als ich. Also, ein bisschen Hilfe bräuchte ich da, glaube ich, schon. Okay, ich schicke dir noch 2000 Mann. Klingt jetzt nicht viel, aber ich schicke dir 2000 Mann.
Und wie viele haben die, weißt du das? Ja, 7000 Mann. Ich habe 5000 Mann, mit 2000 Mann soll das locker hinhauen. Okay. Weil ich habe stärkere Armeen als die. Ja, ich werde sowieso versuchen, defensiv da drüben zu bleiben. Ich schließe meine Truppen auch einfach dir an. Ja, gute Idee, dann werde ich das schon schaffen. Genau, ich bleib defensiv, weil ich habe da drüben noch einen 3-Sterne-General und so Sachen. Ja, mache ich. Okay. Okay. Kannst du jetzt schon anschießen oder brauchen wir erst Krieg? Ja, ich mache das sofort. Soll ich jetzt gleich auf den Deckerideen gehen? Ja, oder? Ich kann wenn du genug Diplom-Punkte hast. Also wenn du einen guten Diplom-Herrscher hast, würde sich das anbieten. Ja, ich mache das jetzt einfach. Mein Diplom-Punkt hat mir immer zu viel am Anfang. Es kann aber auch ein bisschen dauern, weil du musst erst genug Kolonialreichweite haben und dann erstmal über Inselhopping bis nach Amerika kommen. Das dauert noch ein bisschen. Ja, stimmt, aber ich will der Erste sein, der das macht. Okay. Deine Einheiten sind übrigens noch nie angeschlossen, glaube ich. Ja, ich weiß. Ach. Okay. Du hast gerade ein Bündnis mit Hosokawa geschlossen. Ja, aber das mache ich nur, weil wir gleich Kaiser zerlegen müssen, also Shogun. Ja. Okay, ich lade dich jetzt. Was? Wir greifen die Ashikaga an. Ja, demnächst. Das habe ich gerade eben so beschlossen. Auch was Wichtiges, was ich erfahre. Okay. Gut. Ja, das habe ich gerade eben, das habe ich noch gar keinem gesagt. Okay, du bist die Shimazu, du hilfst. Was ist mit flottentechnisch? Ist es egal, wie wir. Ja, egal, wie wir. Kriegen halt einfach nicht da aufs Maul. Ja, okay. Okay, und go. Attacke. Deine Truppen sind noch nicht angeschlossen. Ah, warte. Ah, ja, ich hab anschließend freigegeben, anstatt anzuschließen. Das ist so der Klassiker. Okay. So, warte noch kurz, meine weiteren Truppen kommen, und zwar die mit dem General. Ah, warte mal, die Yamana sind eh oben, kommst du zu mir? Die stehen in Echu. Wenn es Flottenhoheit gibt, ich probiere mal den zu errangen. Ja, komm einfach schnell rüber. Oh. Und ich probiere es mit meiner Flotte ein bisschen zu decken. Und deine 2000 Mann können eigentlich auch mitkommen. Die können nicht, weil ich keine Flottenhoheit habe. Nein, meine Flotte wurde abgefangen. Scheiße. Leute, du kriegst ihn nicht platt, oder wie? Ja, ich komme nicht rüber. Wenn, du müsstest dir eine Festung belagern. Dafür habe ich natürlich. Ja, okay, dann belagern wir hier bei den Provinzen und tun denen weh. Okay. Soweit habe ich natürlich jetzt wieder nicht gedacht. Scheiße. Warte, ich probiere mal, ob die mich durchlassen. Ich guck nochmal nach. Ob die mich rüberlassen. Ich werde auf jeden Fall probieren, da irgendwie rüberzukommen. Ja. Gut. Wer ist denn sonst noch mit dem Krieg? Niemand. Oh, okay. Ja, ich glaube, ich könnte rüberkommen. Ja, es wäre ganz wichtig, weil ich habe zwar eigentlich genug Mann, um sie auszuschalten, aber... Dann bräuchten wir nur deine Flotte, idealerweise. Ich habe keine Flotte, wirklich. Ich habe drei... Okay, vor dem 10. August... Nein, ich komme schon wieder nicht rüber. Ätzen. Okay, dann helfen wir, dass wir Itsumo belagern. Ja, aber dann brauchen wir nochmal 2000... Nee, genau, das schaffen wir ja zusammen. Ja, jetzt ist jetzt zwar ein bisschen spät, aber schaffen wir schon. Ja, das hätte man eigentlich von vornherein machen müssen. Na egal, nicht so schlimm. Ja, ich dachte, ich könnte dir irgendwie noch mit den Truppen helfen, aber... Es darf nur nicht mein General sterben, das wäre nämlich ganz schlecht. Sicherheit ist halt im Süden wichtiger als im Norden, weil im Norden ist alles zusammenhängend. Ja, das halt ist mir gerade eben auch aufgefallen, weil ich habe nahezu keine Flotte, was irgendwie von Nachteil ist, gerade eben auf. Ich vergrößere meine Flotte nochmal um 2 Schiffe. Die sollten dann irgendwann fähig sein. Ja, ich hole gerade meine Schiffe raus aus dem... Ruhestand. Ja, genau. Aber ich hoffe, dass der Attacke schnell belagert wird als eine Festung. Gut ist, der hat einen ziemlichen ziemlich viel Verschleiß. Ja. Oh, da fällt mir ein, ich könnte auch einfach Nanbu rufen, dass der mir hilft. Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich einfacher. Ja, die Flotten. Ja. Einfach nur mit den Flotten zu helfen. Nanbu, kann ich dich kurz in den Krieg rufen, weil ich habe gleich das Problem, dass wir haben genug Truppen, aber die Truppen kommen nicht rüber wegen Flottensache und so. Verstehst du? Welchen Krieg? Kein wichtiger, aber gegen Yamana und Satake. Yamana und Satake? Ja, das ist quasi schon erledigt, wir müssen bloß noch... Also Satake ist direkt unter mir, oder wie? Ja, das erober ich gerade. Ja, okay, aber das drüben, vielleicht siehst du das in meinem Land, in Echu, da hocken 7000 Gegner. Jo, I can tell. Ja, und ich würde die jetzt vielleicht demnächst angreifen, also in relativ naher Zukunft ist vielleicht ein Truppen. Ich zieh meine Leute erstmal aus dem Drill raus und perfekt, dann Armeen hoch. Lade ich dich mal kurz in den Krieg ein. Jo, Nanbu hier. Hast du denn eine Flotte überhaupt? Du brauchst ja keine Flotte, dadurch, dass wir ihn haben, brauchen wir keine Flotte. Frage, ansonsten können wir das Problem gerne auch mitlösen, aber dann ist halt so. Nanbu hat seine Flotte abgebaut. Nanbu hat die Flotte nicht für nötig erhalten.
Und Itumo sollte auch bald fallen, also wir haben 14% schon. Ja, Problem ist, meine Verteidiger desertieren da oben. Oh, ja, das wird... Okay, die Festung ist gefallen, als Attacke, Angriff. Also okay, Nanbu, schick deine Truppen mit. Nanbu schickt.